Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Crusader Kings 3 und hier zum Kaiserreich von Schweden. Jo, es geht weiter. Wir gucken uns erstmal an, wie es so weitergeht. So allgemein mal, die Mongolen spielen also gefühlt jetzt nicht mehr so eine große Rolle. Wir haben jetzt hier auch wirklich nicht, wie soll ich sagen, jetzt nicht so die großen Herausforderungen da. Die größten Herausforderungen sind immer im Reich, haben wir ja so ein bisschen mitbekommen. Dementsprechend werden wir hier jetzt auch mal gucken, was sind das hier so für rote Linien hier eigentlich? Achso, das sind so Gelände, die nicht passierbar sind. Aha, okay, interessant. Wusste gar nicht, dass hier auch so eine Gebiete sind. Hier war mir das so ein bisschen klar. Naja, so ist das nun mal. Sind die Fahnen so ein bisschen durchsichtig? Zumindest vom Pontifikat, ne? Ja, naja. So, wir werden jetzt mal weiterschauen. Gucken wir mal kurz die Meldungen. Was haben wir denn hier alles? Es können Kriege erklärt werden. Verbrecher können eingekerkert werden. Okay. Schauen wir uns mal an. Kriege erklärt, das lassen wir mal. Wobei ich schon gucken werde, wo es jetzt wieder Möglichkeiten geben könnte. So. Sehen wir mal, Bande können verändert werden, Großfürstin Linder. Lassen wir, muss nicht sein. Verbrecher können eingekerkert werden, Großfürst Dark. Lohnt sich das? Der hat hier ein Wilzenland und so gewisse Forderungen. Da schauen wir mal kurz rein. Duinzek, gehört zu uns. Die lassen wir mal. Die sollen nicht eingekerkert werden. So, dann haben wir hier keine Meldung. Schauen wir mal weiter mal im Reich nach. Wir könnten theoretisch bauen. Aber ich will mal gucken, ob wir denn nicht die Städte selbst übernehmen können. Ja, das wird nochmal so eine... Oh, wie ist man dann... Westmannland gehört jetzt zu uns? Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen, um ehrlich zu sein. Naja, werden wir sehen. Das schauen wir uns nochmal an. Das hat ja schon viel mit den Domänen zu tun. Ja. Vasallen, ist alles klar. Wie sieht es beim Militär aus? Da schauen wir später mal rein, wenn es soweit ist. Sieht alles an sich gut aus. Kann ich bessere Regimenter? Gliden haben wir ja schon. Onaga und so Mangonellen brauchen wir nicht. Sonst passt alles. Jägerorden, Jomsvikinger und Asatruisch. Das sind zwei Kriegerorden, die wir haben. Aha. Die Jomsvikinger. Naja. So, hier jetzt nicht so viel. Im Rat schauen wir nochmal. Nächstes Mal 1. Januar 1313. So, das bleibt. Grafschaft Dithmarschen. Wird bekehrt, okay. Ratskanzler König Jan, der gliedert den Titel hier ein. Von Wladimir wird unser Ratsverwalter kümmert sich in Geestrichland um die Entwicklung. Sehr schön. Dann. Armee organisieren. Ich will mal hier so ein bisschen meine Leibgarde anleiten. Und unser Radspitzel ist ja schlecht, ne? Schauen wir ganz kurz, ob wir ihn hier irgendwo einsetzen können. Sie ist gegen uns. Dann soll er mal da gucken, ob er da überhaupt was findet. Ich bezweifle es. In Göttingen. Dann im Rat sind alle mit uns. Das passt. Dann schaue ich auch noch mal in den Ämtern. Javankat
Nicht so gut. So, Fürsten haben wir nicht hier. Gewöhnliche Osten. Bei den gewöhnlichen muss das eigentlich nicht sein, ne? Ich schau mal kurz. Charaktere, direkte Vasallen. Nach Rang. Wir, König Barik. Ich will hier immer 100% haben, deswegen Beeinflussung. Jawohl. So. Das hätten wir so ein bisschen durchgeguckt. Am Königshof ist nichts. Jetzt will ich mal meine Fühler wieder ausstrecken. Luxemburg gehört uns. Hier sind klare Grenzen. Das passt mir sehr gut. Rabatt. Ah, das wird jetzt herausgehoben. Das gefällt mir. Das ist nice. Muss ich sagen. Herzogtum von Barry. Das gehört ihm hier. So, das gefällt mir, um ehrlich zu sein. Jetzt wiederum nicht. Eben konnte man das so schön sehen, ne? Utrecht könnte man verlangen. Das ist aber auch wieder Lothringen. Ansprüche von euch. Herzogtum. Grafschaft Mark. Grafschaft Mark. Könnte man auch verlangen. Diesen Krieg könnte man führen, ne? Verteidigend gegen Herzog Dieter. Dann könnte man hier auch einen Herzog einsetzen. Okay, das wird noch interessant. Wir führen diesen Krieg mal. Ansprüche von euch. Da zwei Verbündete. So, jetzt werden wir die Truppen sammeln. Wir gehen noch mal einmal ganz kurz durch. Der Walter kämpft natürlich. König. Grafen erstmal nicht. Die Grafen nehme ich mal raus. Könige sollten auch nicht kämpfen. Rotislav sollte kämpfen. König, Großfürst. Großfürst, Klaas. Da sieht man auch, wie schnell sich hier die Sachen verändern, ne? Grafen nehme ich erstmal aus. Tarkan soll kämpfen. Baron. Domoschler kämpft. Thorsten soll kämpfen, unser Sohn. Vasall. Sviatoslav soll kämpfen, unsere Söhne ziehen in den Krieg. Bürgermeister Erik kann auch mal raus. Baron
Raoul kämpft auch nicht. Unser Leibwächter sollte auch nicht mehr kämpfen. Wobei ich mich echt frage, ob wir... So, wir brauchen schon 10 Mann, ne? Deswegen jetzt werde ich jetzt mal so Barone und so nehmen, ne? Barone, Grafen noch nicht. Großfürst, König, Rotislav, König, Großfürst, Großfürst, König. Wer soll für uns kämpfen? Der Baron? Dann Vasall-Champion, Vasall. Ja. Baron, König, Großfürst, Bürgermeister. Hier ist noch ein Bürgermeister. Dann Großfürsten Baron. Sviatoslav Champion. So ein Champion. Das ist Vasall, Großfürst, Großfürst, Bürgermeister. Großfürst nicht. Baron. Bürgermeister. Dann noch ein Baron. Ich glaube, 8 ist schon schrecklich, ne? Schon schlecht. So. So, jetzt müssen Grafen ran. Also ich brauche noch 2 Grafen. So. Dann Gebiete, die wir erobern wollen, sind hier. Ich werde die Armee mal hier ausheben. So. Orban soll mal übernehmen. So, er wurde eingekerkert. Sehr schön. Den werden wir freilassen. Allerdings mit der... Allerdings halt mit... Also der soll schon irgendwas... Was wollten wir machen? Eigentlich... Der hat hier Ansprüche. Ich kann ihm seine Ansprüche nicht abschreiben, ne? Das hat sich ein bisschen geändert. Woran liegt das? Machen es mal für ein Druckmittel. Aber ja, den Johanniterorden, ja, die haben ja nichts. So. Soll er gerne machen. Das ist interessant. Das ist mir jetzt neu. Lebt wohl, Duck. So, dann wollen wir mal. Wie viel Mann stehen uns gegenüber? 37.000. Da sollten wir hier schon mit ausheben. Diese Belagerung geht nicht lange.
Jo, das wird nochmal interessant. Wir haben schon mal eine kleine Bresche. So. Warum ändert sich hier die Kontrolle? Was ist hier passiert? Schlechter Verwaltungswert. Ärgerlich. Kontrolle konnte ich ja... hier mitmachen. Das machen wir mal. So. Ablässe, sehr schön. Oh, die Ablässe sind auch mittlerweile gestiegen, ne? So, sehr schön. So, wir wollen jetzt warten, dass sich die Armeen sammeln. Oh, Odin, wie konntet ihr Pribislava das antun? Wenn ich gesündigt habe, warum bestraft ihr dann nicht mich? Sie war bar jeder Schuld, meine perfekte Tochter. Das Leben hatte noch so viel vor mit ihr. Wir sind überwältigt von Anspannung. Kriege ich das noch schnell weg? Ihr werdet Anspannung verlieren, weil wir reizbar sind. Schalten. Ein Jahr lang schweißiger Gestank. Wir machen es mal. So. Naja, wir sammeln noch weiter. Weitere Ablässe kommen rein. Wir müssen hier echt mal sammeln. Weitere Ablässe kommen rein. So, wir müssen die nächste Belagerung mal so angehen. Utrecht haben wir ja schon dann. Nächster Ort war ja die Mark, ne? Also hier können schon mal 13.000 Mann hin. Ups, das wurde ein bisschen zu viel. Der hier schon mal hier hin. Dann würde ich mal sagen, wenn hier die Mark ist, schauen wir mal, was hier hin kann. Auch 13.000 Mann.
Soll der König mal mitreisen? Ich glaube, der macht es mal. Die können nur 12.000 hin. Hier können auch 12.000 hin. Hier können 14.000 hin. Diese Armee werde ich einfach teilen. Der hier? So, das müssten Ablässe sein. So, die Mark wird jetzt belagert. Die Mark ist besetzt. Sollen wir hier mal den Kampf suchen? Hier ist sogar der König mit, ne, glaube ich. Ist der König da? Moment. Ja, nee. Hier ist ein Graf. Weitere Ablässe. Verlobte können heiraten. Sind sie schon mal verheiratet? So, jetzt stellt sich die Frage, ob wir hier weitermachen sollen. So, wir gehen mal zur Schlacht. Ziehen wir hier immer so wieder nach. Und lieben. Diese Schlacht und die Belagerung von Zwolle schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann geht's weiter. Macht's bis dann gut. Ciao, ciao. Euer Freddy.